Zufriedene Gesichter bei den Teilnehmern der Syrien-Konferenz, als sie nach dem Verhandlungsmarathon das Hotel Imperial verlassen. Wegen der unterschiedlichen Positionen, die hier aufeinanderprallen, waren die Erwartungen gering. Doch es gibt entscheidende Fortschritte. Auch wenn Präsident Assads künftige Rolle in Syrien weiterhin der Streitpunkt bleibt. Wir können nicht zulassen, dass diese Meinungsunterschiede die Diplomatie und den Beginn einer Konfliktlösung untergraben. Das ist das Bedeutendste, was heute entschieden wurde. Wir wissen, obwohl wir die unterschiedlichen Positionen erkannt haben, dass es dringend ist, endlich realistische Verhandlungen zu beginnen. Im Zentrum der gemeinsamen Bemühungen soll der Kampf gegen den Islamischen Staat stehen. Darüber herrscht Einigkeit. Während die Konferenzteilnehmer tagen, demonstrieren nicht weit entfernt Mitglieder der syrischen Opposition gegen die Gespräche. Sie entscheiden über unsere Zukunft und es sind keine Syrer da. Das macht uns so wütend, dass dafür unsere Feinde mit am Tisch sitzen. Unsere Feinde entscheiden über unsere Zukunft. Die Russen und die Iraner, die seit 5 Jahren Assad unterstützen. Diese Treffen geben den Mördern nur mehr Zeit, um das Töten fortzusetzen. Es ist nur Zeitverschwendung. Während in Wien über sein mögliches Ende gesprochen wird, geht der Bürgerkrieg in Syrien unvermittelt weiter. Diese Bilder sollen nach einem Bombenangriff auf einen Ort in der Nähe von Aleppo aufgenommen worden sein. Mindestens 32 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, kamen dabei ums Leben.